erste Mal gesehen, das mit uns erstmal gar nicht gesehen. Interessant, wie sich Dinge dann drehen. So schnell, mir wird schwindlig. Weiß nicht, was du meinst mit den Nachrichten, die du mir schreibst. Ist es mehr oder nur so als Freund? So spät, kann nicht schlafen. Du kannst mir, ich kann dir alles erzählen, außer das hier. Ich hätte mir nie gedacht, dass das mal so gefahren ist. Chaos. Wieder allein. Interessant, dass du das mit mir teilst. Soll ich jetzt was sagen? Weiß nicht, wie du es meinst mit den Dingen, die du mir erzählst. Ich red weiter, als ob gar nichts wäre. Mit dir, so als wäre nichts. Du kannst mir, ich kann dir. Als ich Chaos geschrieben habe, da war ich sehr geladen mit allem Möglichen. Also wir waren erstens gerade auf der Suche nach dem zweiten Hit. Ich hatte gerade einen Mega-Hype auf meine erste Single. Keiner hat das erwartet. Niemand dachte, dass zweimal so eskaliert. Wir waren nicht darauf vorbereitet. An dem Tag, als ich dann ins Studio gegangen bin, um Chaos zu schreiben, da war ich vorher noch frühstücken mit einer Freundin, die ich schon sehr lange kenne, und habe erzählt oder eigentlich gestanden, dass ich mich verliebt habe in einen meiner besten Freunde. Und dann haben wir da ausführlich drüber gesprochen und ich dachte mir dann so, warum schreiben wir nicht jetzt einfach sofort einen Song drüber, weil das macht mich gerade, ich bin da wirklich in dem Café gesessen und nach vorne und nach hinten gewippt und war irgendwie komplett aufgeregt, weil ich halt diese auswegslose Situation beschrieben habe, so, soll ich ihm was sagen oder ist es irgendwie too much, ist die Freundschaft dann kaputt oder was passiert dann? Und dann, ja, bin ich im Studio und wir haben 2 Tage uns eingeschlossen, es war in Berlin, und bin die ganze Zeit im Zimmer von A nach B gerannt, weil ich einfach genau jeden Satz perfekt haben wollte, dass alles genau so ist, wie ich es will, wie ich es ausdrücken will, wie ich es machen will.
Ja, also da war ich auf jeden Fall schon im Writing-Prozess sehr aufgeregt und nervös und voller Emotionen. Und wenn ich dann einen Song jetzt live spiele, dann denke ich immer an diese Zeit und habe sofort wieder dieses Gefühl, gerade dass ich nicht das Studio wieder rieche. Ich glaube, jeder kennt das, so ein Song aus der Jugend versetzt einen sofort wieder in dieses Gefühl zurück. Und so ist es bei meinen Songs immer. Also ich versetze mich dann immer sofort in diese Zeit, wo das alles passiert ist, wo der Song passiert ist. Also das ist schon immer ganz besonders.